Willkommen zurück zu Super Mario Sunshine. Ich bin euer Firubo. In der 3D All-Stars Collection kann ich das sagen. Oder sage ich einfach lieber einfach Remastered dazu? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Irgendwie verkacken wir jetzt den letzten Schuss hier die ganze Zeit. So, jetzt einfach mal. Und jetzt hat er gepasst. Ha. Dann wieder nochmal ein Fußballstar vielleicht. So, müssen wir uns hier ein bisschen anders hinlegen, weil sonst. Das ist wahrscheinlich sowas. Wir landen mit dem Wasser. Das wäre sehr unpraktisch für uns. So. Das war falsch, aber egal. Wie habe ich das jetzt geschafft? Nee. Ich trimmel ihn halt nach oben. Oder ich mach den. Okay. Ach, das ist nicht so leicht manchmal. Sollte aber passen eigentlich. Jawohl. Geduld bei der Aufklärung. So, dann haben wir die nämlich auch fertig. So, ist die happy? Danke, Schatzi. So, oder wir kriegen eigentlich nur von allen blauen Münzen. Das kann auch sein, das reicht eigentlich gar nicht mehr. So, der hat glaube ich auch nochmal eine Kiste für uns. Jawohl. Ich würde gerne da hoch, Mario. Sind sie Sekunden für die erste Turm gebraucht schon. Verkackt. Wieder abgerutscht. Können wir noch schaffen. Du bist der Beste. Oh, hä? Wieso kriegen wir den nicht? Das heißt, dass wir den dann schon haben. Das ist aber ein anderer Kistenturm jetzt. Boah, jetzt bin ich enttäuscht. Was soll das denn? Ja, wow, ich habe keinen Shiny bekommen. Trauriger Fio. Wir könnten jetzt da weitermachen oder wir machen im anderen Gebiet erstmal weiter. Das können wir uns auch noch aussuchen, aber ich würde sagen, wir machen einfach erstmal. Hier weiter. Oder? Ja, kommen wir erstmal hier. Hier wartet nämlich noch ein Boss auf uns. Nieder mit Mutantyrania. Ja, die fleischfressende Pflanze gibt es ja als Boss. Wartet da oben auf uns. Die haben wir ja schon im ersten Level gesehen. Jetzt machen wir sie fertig. Wir starten wieder hier nur ganz normal, ne? Irgendwann später kriegt man noch einen Yoshi und so. Ganz lustig eigentlich. Diese blauen Münzen und so, die wir gesehen haben, die kommen, glaube ich, weiß nicht wieder. Also, dass wir da jetzt ganz halt blaue Münzen farmen können oder so, das geht nicht. Die sind höchstens, warte, können wir mal hier gucken. Ne, da ist gar keine Münze. Ich glaube, da rennt auch keiner nach, oder? Schauen mal. Nö. Aber sind die mehr geworden? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall blaue Münze nichts mehr da. Können also getrost weiter. Bringen blaue Schmetterlinge was? Oder ach nee, die blauen Schmetterlinge, die waren. Stimmt, die müssen wir mit Yoshi essen. Bin ich hier durch? War das nicht so? Ne, kann ich nicht. Dann kann ich einfach hier drauf. So gefragt, was genau? Okay. So, ach, hier war das. Und das war das Ding, was ich meinte. Oh, auch kein Münz. Okay. Oh, alles dreckig hier. Warum? Oh, bumm. Machen hier. Das Böse. Achso, das Vieh beballert uns. Ja, stimmt ja. Da war ja was gewesen. Ja, ich kann nicht ignorieren. Dann machen wir den hier. Oh nein. Brücke ist zerstört. Jetzt bekomme ich Schäbe diese.
Keine Sorge, dass uns der Wassertank leer geht. Hier kommt gleich irgendwo noch was zum Sprinkler. Dann können wir dann nochmal auftanken. Wenn ich das richtig in der Ruhe habe. Oh. Ja, da ist der Sprinkler. Zack, wieder voll. Ja, glaube ich auch noch irgendwas. Ich schwebe dir das. Ja, ja, machen wir. Ich glaube, du wirst doch hier irgendwas da. Hey, echt nichts? Oh. Warte. So, wieder voll. Na, aber hier brauchen wir nicht. Wirklich, die schweben hier so, okay. Ich will einfach nur durch. What the fuck? Hey, ich will die Schwebedüse ja probieren. Ich bin einfach nur zu doof zum Springen. Scheinbar. So. Und jetzt muss ich ein bisschen beeilen, nicht dass man von dem Ding weggedrückt wird. So, hallo. Kannst du das mit den Pflanzenmutanten dort oben helfen? Du bist unsere einzige Hoffnung. Ich weiß, dass es nicht angenehm ist. Hilfst du uns? Ja, tue ich, aber... bin ich nicht eigentlich der Böse? Sag ich mal. So, und jetzt mal ein bisschen Ruhe ins Gameplay bringen, ne? Bitte... Was ist eigentlich hier? Oh, einfach runterfallen, nice. GG an mich. Jetzt kommen wir hier rein. Ist echt nix hier. Oh, warte. Nein, du bleibst hier. So, kann man ein bisschen rumgucken hier. Wenn es die Kamera lässt. So, da hinten hat man das Tunnel. Da ist auch noch ein Tunnel. Jetzt sind nur die Wasser. Ah, die Wasserläufe sind auch noch hier. Okay. Wasserläufe hier. So. Das ist jetzt die Katze, die ich meinte, zum Beispiel. Wo die Füße abgeschnitten sind oder der Köpfe halt. Na, ja, die kann man alle schön sehen. Damals. Sieht auch nicht ganz so gut aus, Männer. Ja. Und jetzt fängt der Boss halt an. Was für eine Luchen bei dir? So. Ja, dann war sie genau, war sie fett. Und dann musste ich hier machen. Hab ich mich denn aufgeladen, frage ich mich gerade. Komm. Dreht sie sich einfach. Ja, irgendwie. Ein krasser Bosskampf, oder? Ja, Platz. Ja, und jetzt? Jetzt wieder wegdrehen, ne? Ich will jetzt einmal Rundumschlag machen. Gieß doch nur das Pflänzchen, ne? Und das war's, glaube ich, schon, ne? Ja, das war's schon. Krass, oder? Wie simpel diese Bosskämpfe waren. Was her mit meinem Shiny? Schön, dass das ganze Spiel wieder zur Spur posiert hat. Den Lauf von jemandem zu verstecken. Ganz cool. Gut, haben wir geschafft. Sehr schön. Also relativ fix, ne? Muss ich mal sagen. Also, haben wir echt gut schnell gemacht. Ja, speichern, bitte. Danke. 6 Stück haben wir schon, cool.
Oh, ich weiß, Pizza oder Pisa, Delfino will auch noch an, aber da ist noch einer da. Wir setzen schon so Lebenspunkte, also die Münzen sind wieder zurückgesetzt, leider. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich hätte gerne, weil man muss ja ab 100 kriegt man ein Level, oder ein Leben halt. Das ist keine Hügel, da kommen wir schon in die Höhle, die ich angesprochen habe. Ja, wie gesagt, das ist halt ein bisschen schade, weil einfach, ja, man muss schon 400 Münzen sind nicht mal eben gesammelt. Ach komm, jetzt haben wir hier sogar Gegner. Ja, wenn wir sie dann antreffen, dann halt eine werfen. Und wenn wir mal ein bisschen, was hat sich die Welt verändert wieder? Dann können wir mal sauber machen hier. So. Cool, dass du das, vielen Dank. Was? Fische, okay. Ja, ja, ist klar. Danke, 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 danke. Ja, ich hab's verstanden. Hat eigentlich, ich krieg irgendwas von dir. Gut, scheinbar nicht. Ach, jetzt, ey, ist doch mehr geworden. Guck mal. Doch mehr geworden, ha? Huh? Irgendwo gibt's mal eine blaue Münze, das weiß ich. Irgendwo. Irgendwann kriegen wir mal eine blaue Münze. Aber echt, 100 Münzen muss man echt schon viel sammeln hier. Ist leider so. Und mit Yoshi können wir, glaube ich, die Dingensbums machen, die Schmetterlinge fressen. Und für die blauen kriegen wir halt dann eine blaue Münze. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. So, neue X oder sowas gibt es, glaube ich, auch nicht, wenn ich mich nicht täusche. Ich will gerade noch. So. Sehr schön. Damit müssen können wir uns auch. Ach ja, diese Kackdinger. Wie ich sie gehasst habe. Wer war das denn hier da hinten? Die, genau, die kann es auch gewesen sein. Ja, was war hier noch, genau? Auch nix, okay. So, wir müssen jetzt da rüber. Okay. Wie war das? Müssen wir auf die Mühle drauf, ne? Wir müssen da rüber zu kommen, weiß nicht so. Komm, die bekommen sie auch repariert. Gibt mehr Wasserläufer jetzt, wie man sieht. Und ich laufe einfach runter. Aber fällt mal was ein, hier unten runter. Ja, und die Dinger greifen dann an. Sind ja fast schon wie Spinnen, ne? Diese Karte, ich habe sie nie gebraucht. Wirklich, ich habe sie, glaube ich, wirklich am Ende vom Spiel irgendwann mal zufälligerweise entdeckt gehabt. Kann ich da umgucken? Und darf ich da umgucken? Aber guck mal, wie ich hier verfolgt werde. Holy shit. Was geht denn ab bei euch? Ach, hier hätten wir auch einfach gekonnt, okay. Nicht, war keine blaue Münze hier. Es tut mir leid. Oh, die sieht man auch. Kannst du aber trotzdem sogar festhalten, wenn ich mich nicht täusche. Wenn das so gefährlich ist, dann kann man da rum überschweben. Mal nochmal rüberschweben und dann hier einfach rüber und dann ist man schon im Grunde da. Kann man hier noch den machen. Eigentlich wollte ich mich auch dann im Seil festhalten, aber gut. Also halt. So, war hier noch irgendwas? Ihr werdet mich auch fluchen dafür. Ne, hier war einfach nichts. Okay, gehen wir hier rein. Mal schauen, was man vielleicht mal gucken kann. Ach ja, genau, uns wird ja hier während dieser Mission der Dreck weggeklaut. Ich finde die Level an sich cool. Ich fand die immer cool. Also die haben teilweise, waren die echt schon knackig, weil man echt die Störung von Mario dann konnte, können musste.
So, und auch schon den ersten nervigen Punkt. Raus. Mit dem. Ich weiß gar nicht, wie ich mit mich kam. Und dann passiert sowas. Arrivederci. Oder sowas passiert mir oft. Glaubt es mir. Ich weiß nicht, wie oft ich da deswegen geflucht habe. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Deswegen gehe ich eigentlich über sowas immer sehr vorsichtig ran. So, hier. Hier kann man irgendwie später irgendwie noch. Kann man auch da die Dinger dran? So. Mann! Das meinte ich! Du machst nichts und dann läuft der Vorsprung. Mann, ich hab nichts gedrückt! Und aber seht es mal hier vorne und mein Leben, ihr seht, es fällt immer weiter runter. Und jetzt kommt der Part, wo ich schon ungeduldig werde und dann nochmal Fehler mache. Ihr werdet sehen. Ich werde so viele Fehler machen. Ich werde heulen. Weil das Level hier ist eigentlich schon schwer. Kann man ganz klar sagen. Oh Gott sei Dank. Haben wir jetzt ein Level im Leben wieder. Ich habe gerade echt geschwitzt. Ich bin dem Level kriege ich immer schwitzige Finger. Gelaft. Ja, wollen wir nehmen. Nehmen wir. Okay, ja, wissen. Ja, das Böse und so. Das Böse. So. Here we go again. Das Dorf der roten Münzen. Okay. Aber wir müssen nur eine rote Münzen sammeln. Das ist eine relativ simple Aufgabe einfach dabei. Das ist gar nicht, war jetzt hier ein Zeitfenster dabei, wo man es machen musste. Ja, ist eigentlich ganz. Ist ganz cool eigentlich. Einfach eine Map, wo du kannst, was du willst. Im Grunde hast du eine Aufgabe, die du verfolgen musst für das Level. Ein gutes. Ach, guck mal, wir kriegen sogar hier schon die Düsen. LOL! Wenn man diese Story nicht direkt instant voll, kriegt man relativ fix schon was. Muss ich euch mal zeigen. Ach, das ist durch. So. Ach, dann haben wir. Achso, hier sind noch nicht verfügbar, okay. Die wäre mehr in diese Fische, kannst du dann noch nicht einsetzen. Ja, dann noch nicht. Okay. I see. Das ist also, als bei der Story vorankommen, scheinbar. Jetzt packen. Ja, okay. Aber. Und hier eigentlich. Kann ich mal den machen. Das geht sogar wirklich. I like. So, ja. Ich meine, wo die überhaupt alle waren. Ach, scheiße. Aber es heißt ja eigentlich nur das Dorf der roten Münzen, also. Rede ich nur im Dorf, ne? Warum ist hier schon verkackt einfach alles? So. Was nochmal am. Ach, hier gibt es aber schon diese Windgeister. Nummer 6 haben wir schon. Kann man hier nicht auch noch irgendwie rein? Das wollte ich nicht. Ach, verfolgt mich dieser Scheißgeist jetzt etwa die ganze Zeit? Scheinbar ja. Ach komm, da hätten wir sogar noch Münze. Um uns immer zu holen. Oh, geschafft.
Was? 20 Münzen? So, für noch eine rote, ne? Ah, da hinten ist sie doch. Sah halt aus wie zwei. Da hinten versteckt drin. Aua, Kopf gestoßen. Ah, und die ganzen hier gehen wahrscheinlich an Leben. Ich jetzt mal so behaupten. Die schwingen aber lang nach hier. So. Das war's schon. Easy, oder? War hier nicht noch irgendwie. Jetzt können wir ihn hochtreiben oder so. Ja, ach komm, jetzt mehr Münzen für, okay. Das war der Trick. Warte, oder können wir uns einfach durch das Ding hier nochmal Wasser holen? Dann ja, okay. Ja, dann einfach hoch und die roten Münzen holen, ne, würde ich sagen. Ganz simply. Ein bisschen abkürzen, wie einfach die Dinger. Das muss ich machen. Nee, mein Freund. Mario. Na, danke. Ah, die Dinger sind lustig. Warte, die saugen sich mich an. Dann kann ich einfach hier so rummachen. Beispiel. So, dann hier lang. Dann können wir hier hoch. Haben es eigentlich schon geschafft, das Level. Aber nochmal ausweichen hier, ne? Easy. Und ich habe gerade überlegt, ob man noch da hinten gehen kann. Das ist auch noch ein Gebiet, scheinbar. Ich weiß gar nicht mehr, was da war. Ja, ich bin. Oh, guck. Schon geschafft. 8 Stück. Jede Folge 5 Stück. Das sind nur 20 Folgen theoretisch. Hm, ich halt schaffen würde. Ich aber nicht. Aber es wird immer heller hier. Das ist doch schön. Es wird immer heller. So, was haben wir jetzt noch? Muttentarn schlägt zurück, ungefähr. Hübschi wollte ja nochmal eine Revanche. Ordentlich, wie man sieht. Ach genau, da kann man dann da hinten hin. Stimmt. Deswegen brauchen wir auch die, gab's diese Schussdinger, die haben wir dafür gebraucht. Ah, jawohl, ich erinnere mich. Das Spiel macht dafür Fun. Ja, ich will doch springen. So. Ja, was von dir? Ich weiß nicht, ob du gerettet hast. Na, komm mal direkt zu dir. Leider nicht. Ja, okay. Aha. Einfach mal ein bisschen abkürzen, sag ich mal. Echt nichts drin? Ja, schau mal, komm ich nicht hier rein. Okay. Unscheinlich. Hier lang und dann kommen wir darüber. So, echt nichts gehabt. Kommen wir einfach hier simpler, sag ich mal, nach oben. Ja. Nehmen wir es einfach mal gesünder.
So. Dann kommen wir doch den hier. Bisschen verkackt einfach, nice. Man verkackt einfach nochmal. Kann man so hart verkacken wie ich. Also wahrscheinlich verkackt stehen ja auch noch. Ja, springen. Spring doch mal, Mario. Nee, ich will. Manchmal check ich's nicht. Von dem, scheiße. Ich stehe hier einfach Wasser her, by the way. Ich treffe es einfach nicht. Ist das so kacke? Du falsch was für mich? Das ist echt nix. Ne, gab's da irgendwas, oder? Eine Sprinkleranlage versteckt oder so? Ich hab keinen Shop kommen. Wasser mehr. Wasser mehr. Ist echt keine Wasserstelle. Wow, also ich muss im Grunde jetzt einfach den wieder runter und wieder hochkommen. Ready? Ich weiß, dass hier eine Düse versteckt wäre, aber gönnst du mir ja noch nicht. Das muss ich jetzt lieber hier zurücklaufen und alles den ganzen Weg nochmal neu machen. Weil ich auch schon nicht das Schild angehe, ne? Weil ich meine ja nur, ist das eigentlich schon ausgelöst? Und ich kann einfach hier hinten lang, ne? Einfach so wie jetzt einfach runterfallen. Komm schon noch dran? Ne, natürlich nicht mehr. Jetzt hab ich gekriegt. Falsch schaden. Wieso kann ich mich an der Wand nicht festhalten? Ich das hasse. Nur wenn Sachen passieren, die du nicht machen willst, aber passieren halt einfach. Jetzt muss ich auf den Schuss halten. Ich meine, echt hardcore mit. Da wäre irgendwo eine Wasserstelle eigentlich. Das hatte ich nicht mehr wo. Und halt so. Dann geht's halt so. Oh, schwieriges, schwierige Geburt, ich weiß. Wow. Erzielen. Gar nicht so leicht mit dem Ding. Jetzt haben wir es. Ja, ich kann leider nicht so gut sehen.
Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, mach halt ein Wasser, ist okay. Alter, warum? Oh. Muss man halt wieder warten. Ach, die Viecher sind einfach hier nervische. So, muss man mal sagen. Hier sind die Viecher einfach nur nervig. Im Bosskampf. Schöner Misch. Hab ich ja das Problem gehabt, genau, dass ich kein Ding mehr gefunden hatte, ne? Wie scheiß Fischer denn? Alles spawnen hier einfach in der Zeit wieder. Viele mehr. Haben wir Gegner? Oh, come on, ey. Mach doch einfach bitte deine blöden Mund in die Fresse auf. Nee, macht er nicht. Okay, verstanden. Kannst du jetzt mal aufhören damit? Leben fällt mir gerade auf. So. Ich vielleicht gerade doch mal eben dem einen das Geld abnehmen sollen. Bei dir halt. Okay. Ich habe noch eine Nachricht von dir. Gar nichts. Okay. Ja. Mein Problem ist jetzt gerade, wie ihr vielleicht feststellen müsst. Ich habe keine Aufblasdinger mehr. Jetzt ist einer gespawnt. Jetzt. Mehr. Was ist er denn? Einfach blind schießen. Okay, ich komme jetzt schnell hin. Oh, sieht gut aus. Und da haben wir es doch genug geschafft. Puh, die war echt nervig jetzt gerade. Ui, die war am nervigsten. Da gibt mir noch einen Shiny los. Sehr schön. Puh, anstrengend. Oh, machbar. So. Eigentlich noch Viecher? Ich muss noch die Viecher, ja. Unglaublich. Aber geschafft. Nice. Aber schon Shiny Nummer 9. Oh, gar nicht mal so easy. Gar nicht mal so schwer. Ich bin mir nicht vor dem WFE die Folge 10 oder 5 Stück zu machen, ne? Schaffen wir vielleicht sogar mehr. Ja, ich weiß, sind wir noch mal dran. Einfach machen ja einen Partner am anderen. Kommen wir die Parts so durch.
Wihihi. So. Geht's noch weiter? Ja, geht's auch noch weiter. Nummer 6. Das Mysterium des Schleimsees. Ach ja, jetzt ist der See zu geschleimt. Stimmt aber ja was. Was ist da hinten offen, genau? Ach ja, da muss man wieder was machen, ey. Juhu! So. Wenn ich dir jetzt helfe, krieg ich dafür was? So. Ging auf in die Rast. So. Na gut. Ja. So, ja. So, jetzt können wir wieder, glaube ich, mit Herzblumen da rum, ne? Gesehen? Jetzt eine Blaumünze da oben. Zack. So. Kann ich auch wieder fallen lassen. Ich weiß nicht, wie wir die. Ja, was macht uns halt Schaden jetzt? Ich nutze gut. Oh, die rote Düse ist da. Ist die rote Düse da? Soll ich jetzt hier nutzen? Oh, da ist auch noch eine Blaumünze. Da muss ich auf jeden Fall hin. Nee, gerade komme ich einfach hier so rüber, oder? Na, komm, ist sogar wirklich. Links bei mir keine. Nice. Ja, nice. Oh, jetzt schon die Raketenbrüse. Falscher Vorgang. Kann ich hier so hoch spüßen. So. Aua. Ja, ich glaube, wir werden sterben. Ne, doch nicht. Uff, außer wir werden jetzt getroffen. Ach du Scheiße, upsi. Geht's mir gut? Nee, nicht wirklich. Gemacht, einfach drauf springen oder was? Ah, einfach drauf springen. Ja. Muss mal wieder Leben tanken hier. Ja. So, jetzt geht's wieder besser. Wir haben die Hyperdüse, cool. Das Ganze bringt die mir hier überhaupt was? Zu sagen. Und hier brauche ich echt lieber die andere Düse, aber jetzt kann ich. Habe ich die jetzt überall freigeschaltet schon oder nicht? So. Ach stimmt, ich wollte eh nach oben. Reicht das? Das reicht. Ich wollte ja die blaue Münze eigentlich haben, aber. Ich stehe von hier aus. So. Aber ja nicht, ne? Von daher gehen wir einfach mal hier lang. Machen wir es einfach so. Klassisch. So, warten, bis wir auf der Höhe sind. Ein bisschen mehr. Und springen dann einfach nicht. Nice.
meine, manchmal ist das Spiel sehr merkwürdig. Ich bin jetzt auch. Du bist im Fall schon abgeflumst. Let's go. Jetzt haben wir hier rüber. Einfach flyen, sag ich mal. Hoffentlich soll es treffen. Oder auch nicht. Ich habe mir hier Schaden kassiert. Haben wir die auch noch? Okay, alle diesen freigeschaltet. Komm ich hier was rein. Oh, hier werden wir uns wahrscheinlich eh wieder diese geklaut, genau. Was war das? Ach, das! Oh, ach du Scheiße. Okay. Ja, wir sind verstanden. Rot und Blau drehen sich abwechselnd. Ich dachte jetzt schon, ich falle da runter. Oh. Oh ja. Glaube, der dreht sich doch irgendwie, oder? Ja, da bin ich auch schon immer runtergeflogen oder so. Einfach durch und weiter. Ah, manchmal ist es schwierig. Eben schon mal bekommen, sehr schön. Zwei sogar, ne? Schon mal merken. Heißt, im Grunde. Wir sind tot. Heißt, im Grunde, wir haben sogar Plus jetzt schon gemacht. Heißt, wir könnten sogar theoretisch mit dem Level Plus machen. So. Jetzt sollten wir den Dünnen langsam treffen. Jetzt habe ich mal gehasst. Hier so relativ fix, manchmal rutscht einfach. Warum immer. Der war knapp, der Sprung von mir. So. Ich krieg schon wieder voll die schwitzigen Finger. Furchtbar. Ja, plus. Nur. Gerade bleiben. Die einen Schritt habe ich nicht verpasst. Habe ich nicht gekriegt gehabt. Ich blicke gerade die Blöcke hier, die waren jetzt mal nicht hier. Ach, guck mal. Das ist ein Fehler im Spiel. Ja. Das ist alles Fehler. Lol. Man sieht, wo die Dinger lang gehen. Oh. Das Spiel ist aber nicht gut. Ich mal behaupten. Man sieht, wo was lang geht. Oh, das war knapp. So ist es, oder? Doch nicht. Fuck, ich hab den falschen genommen, oder? Nee, noch nicht. Doch den richtigen. Und den Sprung haben wir sogar noch geschafft. Ich glaube, ich bin sogar einmal hier übers Ziel übergesprungen. Wir haben unsere 10 Stück geschafft. Und wir haben vielleicht alle Münzen freigeschaltet, alle Düsen freigeschaltet in dem Game. Schon jetzt, was schon sehr recht früh war. In unter 2 Stunden Blättern. Wäre das echt früh gewesen. Aber noch 4 jetzt machen, theoretisch. Haben wir alle Düsen jetzt hier oder nicht? Ne, schau mal nicht, weil die eine stand auf jeden Fall sind hier. Das weiß ich, eine andere war, glaube ich, hier am Stehen. Ne, definitiv nicht hier, okay. Ach, guck mal, aber jetzt haben wir hier. Oder? Da wurde nicht drauf hingewiesen, ne? Alter, warum rechnen FPS hier so zusammen?
krass. So. Dann schauen wir mal, ob es da noch was gibt. Ja, mal gucken, wie viele Level es gibt pro Gebiet, sagen wir mal. So, wir sind auf jeden Fall schon beim 7. Mario Morgana ist los. Oh nein. Mario Morgana bekämpfen. Okay, machen wir. Dit. Interessanterweise, wir machen ihm Schaden mit Wasser, wer kann im Wasser schwimmen? Ich nur mal merken. Müssen wir nur hinterherjagen oder? Wir müssen noch. Oh, denn. Ach, da unten ist er. Guck mal, macht denn was? Hä? Das Spiel ist echt ein bisschen offen gefühlt. Weil, ihr seht. Also macht, kriegt er die Animation für. Ich mache hier irgendwelche Amps, aber die macht er ja gar nicht. Guck mal, haben wir schon bekommen. Und das war jetzt das Gebiet. Habe ich mal doof gesagt. Das war's schon. Da haben sie sogar 6 schon die Folge jetzt gemacht. 6 Shinies. Reicht gar nichts jetzt. Bin ich ehrlich, das war jetzt nicht besonders schwer. Nur weil er so viele Treffer aus, weil du einmal getroffen hast und nicht weiter treffen konntest, hat er ja so viel Leben im Grunde. Ja. So. Aber wir haben immer noch keine Dinger hier stehen, okay. Schade. So. Dann schauen wir weiter. Und wir haben noch Nummer 8. Der See der roten. Der See und seine roten Münzen, also. Zerwiss. Ja, ich glaube, das ist echt die letzte Mission, die wir haben. Ich jetzt täusche. Ich glaube, wir sind jetzt alle happy hier. Ich meine, ja, vielleicht fällt es auf, es ist heller geworden. So, dann schauen wir doch mal. Was der See mit seinen roten Münzen so vorhat. Oder? Schauen wir mal. So, da haben wir auf jeden Fall rote Münzen. Gehen die einfach mal hier. Muss ich darüber? Ja, dahin. So. Kannst du den da holen? Zwei. Wenn wir schon hier oben sind, dann. Muss man hier gucken, denke ich mal, oder? Noch eine rote Münze kriegen. Dann kannst du noch aus, ne? Gehen. So, hier haben wir alle roten Münzen. Da oben ist noch einer. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen und war. Warum auch immer sind wir jetzt hier runtergefallen? Ich weiß nicht. Einfach runtergefallen.
Warum auch immer. Na gut, dann machen wir uns mal hier ran, würde ich sagen. Schon Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7 haben wir ja da auf der einen Seite. Boah, die Farben sind gerade echt grell, oder? Nicht das nur. Hier hoch, dann steht Turbo Desette. Raketen lesen wir nicht. Und das wollte ich verhindern. Verdammte Scheiße. Oh, jetzt hängen wir an dem einen Part wegen dem blöden Ding. Ich hätte jetzt gesagt, ich mir direkt die rote Münzrakete geholt, ey. Ich kann mir halt nicht alles merken, ne? So. Das schon ich verfehle. Bin ja erstmal hier hoch. Auch schön, dass das mal hier runter geht, bevor es hochgeht. Wir hätten uns die Diesel holen können, die uns aber hier überhaupt nichts bringt. Eigentlich. Was ich weiß, oder? Bringt die uns was? Ne. Ich bringe die uns nichts. Aber auch hier sogar. Okay, das ist. Guckt euch das an! Irgendwie aus irgendeinem Mund nochmal hängen geblieben und zack, schon ein bisschen komplett runter. Das finde ich kacke. Das finde ich echt kacke. Das gefällt mir nicht. Es war im Original auch nicht so krass gewesen, meine ich. Bin ich stark der Meinung. Oder das? Haben wir über das Ziel hinausgeschossen. Ja, warten wir nochmal 10 Minuten. Oh, jetzt merkt ihr schon, ich werde langsam salty. Ich kann einfach nicht Super Mario Spiele so lang spielen. Irgendwann bin ich durch. Hätten wir, glaube ich, andere. Ja, ist ein bisschen vielleicht. Ah, ich habe echt mega viel Spaß. Ach, da sind beide. Okay. Ist schon wieder hier. Da war nicht gesprungen. Sich gerade um die rote Münze rum. Ist nicht mehr, Gott sei Dank. Ja, ich würde gerne hoch. Okay. Danke, endlich. Oder sind wir für den Zum Tonix? Damit kann ich jetzt leben. Okay, die Map ist echt eindeutig auf die rote Düse eher fokussiert gewesen. War kein Problem. So. Ich schaue mal bitte. Das geht auch so. Okay, gut. Jetzt wissen wir, wofür der Platz da war. Einfach nur dafür. Sehr schön. Und wir speichern. Wir haben 8. 8. Ne, 7. 7 Scheine ist geschafft. Ja, wir kennen es ja schon zu Genüge.
Nun, jetzt gucken wir mal auf unsere Karte. Ich glaube, das sind wir sogar fertig. Oder? Oder so, Platz für zwei, ne? Ja, mal gucken, ob es noch zwei Level gibt oder nicht. Nein, nämlich nicht. Ne. Acht Kapitel, dann können wir jetzt nur noch in diesen zwei Höhlen. Kann es auch nicht zurück, ne? Warum auch immer, es geht nicht. Ich muss also erstmal jetzt hier rein ins Gebiet. Und dann kurz verlassen. Dann den zu machen. Ah. Aber acht Dinger und ihr sagt zwei Höhlen noch, da kann man dann noch mit roten Münzen dann die sammeln auf Zeit und dann und auch noch Shinies, aber die sind mir dann immer zu blöd gewesen, muss ich gestehen, deswegen habe ich nie gemacht. Gut, was war mit dir eigentlich? Hast du auch was gehabt? Das stimmt also, die Insignien in der Sonne sind tatsächlich weg. Es gefällt mir nicht leicht, dir die Wahrheit zu sagen. Wenn du die Sonne wieder käme. Oh nein, ja. Aber wir haben schon ein bisschen was geschafft, ja. Müssen wir ja mal sagen, oder? Wir haben ein bisschen was geschafft. Ich meine, hier war die Sonne war vorher nicht mal so über den Platz hinaus im Turm, wie sie jetzt steht. Schon an der Statue. War krass, oder? Krass, krass, krass. Wo geht's noch hier lang? Ich weiß gar nicht, gab es noch irgendwas? Wir haben nur so eine Kreuzung, ne? Genau. Hinter dem See war auch noch was, meine ich. Man sieht irgendwie gar nichts. Aber egal. Da geht's lang. Ging's auch noch lang. Dann kommen wir einfach nur hier raus. Hier raus oder dann halt hier, ne? Soll ich weiter? Ne, hier muss ich mal weiter. Aua. Ja, wir glitschen irgendwie rum. Haben wir noch nie gehabt. Das ist echt so, als wenn wir mit einem Mobile-Game spielen. Ja, wenn du hier genug sammelst, dann kriegst du dein Leben zusammen. Aber wirklich, das ist fast hier, glaube ich, so gerade. Ah, hier war, noch eine, hier war die blaue Münze versteckt, siehst du, ne? So, cool. Und wenn wir da die rote Rakete haben, also hier in dem Gebiet, dann können wir sogar theoretisch, hier was, ne? Können wir sogar theoretisch uns den nächsten Shiny noch holen. Haben wir hier schon? Ist nicht. Hier war nur der dicke Raum, ne? Aber komm, den können wir auch nochmal holen. Und dann hoffen wir mal ein Leben zu kriegen. So. Gut, dann soll es das gewesen sein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann machen wir das nächste Ding da. Das kann ich, was wir jetzt alles schon erledigt haben, Anführungszeichen, dass wir hier. Ja, also hier. Ihr Ding ist noch nicht da. Okay, das kann man so noch nicht hin. Ja, und die sind halt immer noch nicht da. Schauen wir mal. Haben wir uns schon mal kennengelernt, da kann man zumindest überall schon mal rein, irgendwann, wenn wir diesen haben. Gut, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.